Ja, wenn jemand Polnisch kann. KlarTV hat ja wirklich die Möglichkeit, in viele Sprachen zu übersetzen. Ja, das ist hier nicht so weit von Torun entfernt, also mehr in Richtung Herz und Mitte von Polen. Und hier die Menschen, die leben einfach ganz normal ihr Leben. Die waren jetzt mit den Wahlen beschäftigt. Da ist keinerlei Bewusstsein von darüber, dass dahinter auch tatsächlich weltweit Machteliten stehen. Da geht es rein um die Politiker. Es drehte sich eben darum, was jetzt wer gewählt hat. Und ich meine, die Wahlen sind entschieden. Das muss ich jetzt nicht irgendwie kommentieren. Das ist für die meisten in Deutschland nicht so von Bedeutung. Und wen es interessiert, der hat es sowieso mitbekommen. Aber hier, die Menschen leben wirklich jetzt im Moment einfach ihr Leben wie immer. Da ist wenig Bewusstsein, von all der Aufklärung angekommen. Es ist wenig bis hierhin durchgedrungen. Insofern wäre es sicher gut, wer das kann, auch mal etwas zu übersetzen ins Polnische. Und ich meine, viele Polen haben ja Verbindungen, viele leben in Deutschland und letztendlich europaweit, weltweit. Ja, einfach übersetzen und dann nach Polen reinstreuen, so sage ich es mal. Denn ja, jetzt wieder mehr Corona-Fälle und das Virus greift Nervensystem, nicht nur Lunge, Nervensystem, Herz, Leber an. Ich meine, da ist ja auch irgendwie, natürlich ist da was dran, natürlich. Aber das sind einfach, wenn überhaupt, die Infos, die sie dann nochmal beschäftigen. Viele hier haben wirklich nichts davon gehört. Bill und Melinda Gates Stiftung, was hinter der Impfkampagne steckt. Und zum Teil würden sie sich auch impfen lassen. Erst recht, wenn das dann gratis wäre. Also, ich stelle es einfach mal rein. Vielleicht hört es ja irgendwer. Und KlarTV hat ja sehr viele Möglichkeiten, hier nach Polen die Dinge zu transportieren, über Mitglieder und eben ins Polnische zu übersetzen. Und es lohnt sich. Sagen wir mal, es ist wichtig, es ist, wenn man so will, ja dringend, denn hier ist noch nicht viel angekommen. Das Interesse ist auch nicht so groß, aber es ist auch noch nicht viel angekommen. Es sind nur wenige, die hier schon mal da irgendwie sich informiert haben und da der Informationsfluss eben auch nicht so gewaltig ist wie bei uns in Deutschland. Und ich setze dann eben aber auch wirklich immer auf das Vertrauen, ja, in die geistige Welt, die da ist, die hilft, die unterstützt, die mitführt. Besonders natürlich die, die dafür offen sind und die dann eben das reingeben dürfen. Ja, gut, jetzt kommen die zurück. Also. Oh. Ja, also es ist aus meiner Sicht beides. Es ist wichtig. Wer da jetzt Möglichkeiten sieht, bitte machen, und andererseits eben auch dieses Vertrauen. Denn ich glaube tatsächlich, wenn wirklich es nochmal ganz schlecht abdriften würde, dann würde da eingegriffen. Das ist meine Hoffnung, mein Glaube und mein Vertrauen.